Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe einen Galaxo geholt in Straubing, Straubing West. Ihr wisst, Straubing ist eins meiner Gebiete. Vor allem, wenn ich in der Uni hocke und dann irgendwas Krasses kommt, kann ich mal eine kleine Pause machen und mir das schnappen. Habe ich auch gemacht bei einem Galaxo. War aber nur Candies. Aber hab dort einen alten Kollegen getroffen. Auch von Yu-Gi-Oh! Zeiten, aber der spielt auch noch aktiv Pokémon. Hat mir von der Map draußen erzählt, in Fürstenfeldbruck, Germagen, irgendwie da in der Gegend. Anscheinend kommen da abnormal viele Dragorans. Haben ein bisschen gequatscht und schauen wir mal, vielleicht machen wir mal einen kleinen Ausflug dorthin und checken mal dort die Lage ab. Wurde auch schon mal angeschrieben von einem aus Fürstenfeldbruck, dass ich mal dort vorbeischauen soll. Das mache ich auch. Aber Moment, ich gehe nochmal zurück. Die Hauptstraße ist ein bisschen zu laut. Heute, also jetzt gehe ich später noch, jetzt kurz in die Uni noch ein bisschen weiter lernen. Nur eine kleine Pause und dann später mache ich eine kleine Klicktour mit einem Kumpel durch Schwabing, durch Münchner Freiheit, das neue Go Plus testen und danach gebe ich euch ein kleines Review-Feedback, wie das Go Plus so ist, nachdem ich es jetzt die letzten 2-3 Tage aktiv in Benutzung hatte. Gefangen. Gerade auf Tour. Ein paar Pokestops sammeln. Ein paar Tränke, das ist am wichtigsten. Ich habe kaum noch welche. Oha, sogar Radikal gerade gefangen. Das Go Plus in Aktion beim Test. Ist nicht schlecht. Eigentlich bräuchte es mein Fahrer hier, aber der hat keins. Schauen wir mal, drehen wir ein paar Runden. Ich habe noch 79 Plätze. Ein paar Eier werden wir wahrscheinlich auch brüten. Dann gibt es natürlich ein Fazit von mir. Jetzt warte ich auf meinen Fahrer. Er holt sich gerade ein paar Donuts. Bei. Ne, nicht bei dem. Hier. So, kommen wir zum Review. Kurz davor vielleicht noch, woher ich auf einmal ein Go Plus habe. Das habe ich eigentlich geschenkt bekommen. Hab's mir davor nie gekauft, weil ich es relativ unnötig fand. Aber jetzt habe ich eins geschenkt bekommen von einer Freundin. War, glaube ich, auf Amazon für eine Zeit lang im Angebot. Gab so eine Aktion, 29,99, glaube ich. Aber das ist schon ausverkauft, also falls ihr das jetzt sucht, gibt es nicht mehr für 29,99. Jetzt kostet es, glaube ich, wieder 39. Also nicht 39, oder? Oder doch? Ne, 34,99, glaube ich. 35 kostet es jetzt, glaube ich. 35 oder 40, also ich, keine Ahnung, müsst ihr nachschauen. Und sie hat es eigentlich für einen Freund gekauft, zum Geburtstag oder so, Jahrestag, was weiß ich. Aber saftigerweise, glücklicherweise, haben die Schluss gemacht und dann hat sie es mir geschenkt. Und ja, seitdem teste ich es. Das war vor dem Rock Event, aber während des Rock Events wollte ich natürlich nur Rock Event Videos hochladen und nicht so ein Go Plus Video, was mit dem Event gar nichts zu tun hatte.
jetzt habe ich endlich die Zeit dafür. Und das GoPlus ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die guten Aspekte sind genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und die negativen auch. Also die guten Aspekte sind... was sind die guten Aspekte? Also beim Autofahren halt, Scannertouren oder Arena-Touren, kriegt man mehr damit, mehr Kilometer, mehr Stops, mehr Pokémon. Und man kriegt halt allgemein mehr Pokémon, weil das Teil halt immer nebenbei läuft. Was eigentlich aber auch ein Nachteil ist, aber dazu komme ich noch. Und was gibt's sonst noch? Also der größte Vorteil für mich ist, also es gibt zwei Vorteile. Der erste wäre natürlich, dass es sehr schnell defängt. Also du hast zum Beispiel zwei Pokémon. Das GoPlus reagiert auf ein, kriegst du drauf. Und auf das andere, das fängst du manuell. Und bevor du überhaupt den Pokéball werfen kannst, für das manuell Gefangene, hat der das bereits entweder gefangen oder ist geflohen. Also das ist sehr schnell. Das ist halt ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist halt, dass es, wie soll man das nennen? Das ist vorzeitig reagiert, also es reagiert auf Pokémon, die zumindest bei mir noch gar nicht angezeigt werden. Und das ist das Gute, vor allem wenn man fährt und wenn man schneller fährt. Und das Krasse ist auch, wenn man kein GPS-Signal hat, dann reagiert er trotzdem. Das ist zum Beispiel so, wenn ich in der U-Bahn bin, zum Beispiel bei mir, da ist auch gleich eine Arena und da spawnen sehr viele Pokémon. Und sagen wir jetzt mal, ich fange ein paar, hab das Handy aber immer noch an. Geh mit dem Handy und mit dem Spiel, das an ist, runter in die U-Bahn. Das Spiel läuft halt immer noch, aber ohne GPS-Signal. Und ich steige in die U-Bahn ein. Und sagen wir, nach einer Station spawnt wieder ein Pokémon. Also da bei der Arena in der Nähe der U-Bahn-Station. Aber ich bin theoretisch schon weg. Aber da ich kein GPS-Signal habe, ist mein Charakter immer noch bei der U-Bahn-Station. Und der fängt es halt. Das ist das Krasse. Selbes geht zum Beispiel, also für Leute, die sich auskennen, Schaltplatz, da steige ich immer um zur Uni und da gibt es halt einen Stop, den kriegst du immer, wenn du unten in der U-Bahn bist und anmachst das Spiel, da kriegst du halt diesen einen Stop. Und das Krasse ist, dass ich von dem Schaltplatz zur Uni 5 Minuten brauche. Und wenn das Spiel und das GoPlus weiterhin verbunden sind und ich dann bei der Uni, U-Bahn-Station Uni, aussteige, 5 Minuten später, dann reagiert er auf den Pokestop vom Schaltplatz von vor 4 Stationen, also vor 5 Minuten. Und den kann ich dann immer noch mitnehmen, also das ist das Krasse. Also das ist das Gute, dass er diese Sachen wahrnimmt, die auf dem Display dann gar nicht erscheinen werden oder erscheinen würden. Sprich, er fängt Pokémon, die ich gar nicht erst zu Gesicht bekomme. Das gilt auch, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und wir 60, 70, 80 fahren. Auf einmal, einfach aus dem Nichts, zeigt er ein Pokémon an und ich soll draufdrücken und dann fängt er sogar. So, Phantom-Pokémon nenne ich die. Also Bildschirm ist weiß, no Sightings, kein nichts. Manchmal auch dieses, dass man zu schnell ist und man ein Passagier ist. Und das Teil vibriert einfach. Und dann kriegst du drauf und dann fängst du irgendwelche Phantom-Pokémon, die du halt nie davor gesehen hättest. So, das waren die Vorteile. Jetzt kommen ein paar Nachteile. Wie man es nimmt, also muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Aber... für mich, also ich persönlich finde es einen Nachteil, und zwar, dass man es halt immer hat, anhat, immer nebenbei. Also für mich ist Pokémon nur ein Spiel, das heißt, ich spiele es halt nur, wenn ich es halt spielen will. Aber dadurch, dass man es hat, will man es immer spielen, also will man es immer nebenbei spielen. Und das grenzt dann schon fast an Sucht. Vor allem, keine Ahnung, zum Beispiel Autofahrer, ich wollte mal ein Video dazu machen, so ein Parodie-Video, aber da fehlen die Mittel und so für die Idee, die ich hatte, aber... keine Ahnung, wie soll ich sagen, wenn Autofahrer keine Zeit hat zum Spielen, weil er Auto fahren muss, dann müssen wir keine Erfindung erfinden haben, womit er nebenbei beim Autofahren spielen kann. Also vergleichen wir das mal mit einem anderen Spiel, sagen wir FIFA oder so, da gibt es auch kein FIFA Go, nicht FIFA Go, FIFA Plus, wo der Fahrer beim Autofahren FIFA spielen kann, indem er so drückt und der passt und schießt Tore dann für ihn oder so. Deswegen, das fand ich schon immer ein bisschen behindert, also ein bisschen unnachvollziehbar, dass Leute immer spielen wollen, wie zum Beispiel beim Autofahren. Ich meine, wenn ihr keine Zeit zum Spielen habt, dann habt ihr halt keine Zeit zum Spielen. Und das ist halt sehr gefährlich bei dem, dass du halt dann immer Zeit zum Spielen hast.
Das merke ich auch in der Uni zum Beispiel, wenn ich lerne oder in der Bibliothek hocke, dann habe ich das dann nebenbei laufen und Innenstadt, da sind so viele Stops. Ganze Zeit wird geklickt nebenbei. Natürlich kann das ein Vorteil sein, kann man es als Vorteil sehen, dass ich halt mehr EP mache, mehr Items, mehr Pokémon fange. Aber persönlich finde ich, das ist schon ein bisschen zu viel. Schwer zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht mich. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr das checkt. Oh, aber ja, das ist halt genau auch der Grund, wieso ich das nie haben wollte. Weil man halt das dann immer nebenbei hat und dadurch nicht mehr selber fängt. Somit eine Art Spielspaß verloren geht. Nicht, dass jetzt Pokémon fangen so herausfordernd ist und so viel Spielspaß hat und so viel Gameplay bietet, aber es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, ob man immer noch manuell die Bälle wirft oder einfach nur einen Knopf drückt. Also einfach nur einen Knopf drücken, das grenzt meiner Meinung nach schon fast an Botten. Also es ist echt fast dasselbe wie Botten. Botten, du klickst einfach auf Knöpfe, meistens mit der Maus, und die sagst denen dann, wo die farmen sollen, wo die ihre Pokémon fangen sollen und Stops drehen, wo die Bots sich halt befinden sollen. Und es ist genau fast dasselbe. Du drückst drauf und er fängt für dich, du drückst drauf und er dreht für dich. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, ist, dass Bots auch noch andere GPS-Locations haben als man selbst, aber das ist eine andere Geschichte. Also meiner Meinung nach grenzt das schon fast am Botten. Deswegen taugt mir das auch nicht so. Und man wird halt richtig faul. Ich habe es selber bemerkt, jetzt die letzten paar Male, also ich bin noch Level 40, deswegen kann ich es mir auch leisten, fauler zu sein. Und wäre ich nicht Level 40, dann würde ich das, glaube ich, auf jeden Fall gar nicht benutzen. Aber jetzt, wo ich Level 40 bin und nicht ständig auf die EP achten muss, oder achten will sogar, lasse ich das halt nebenbei laufen und dann chill ich da. Die letzten paar Male, ihr habt es gesehen, ich habe mich eigentlich nur mit den Leuten unterhalten und viele Leute gegrüßt, viele Leute Smalltalk gemacht und so mit den ganzen Leuten, die ich kenne, und nebenbei halt einfach nur geklickt. Und eigentlich ist es eigentlich kein Pokémon-Spielen mehr, weil es halt einfach nur einen Knopf drücken und nicht Pokémon spielen, meiner Meinung nach. Deswegen meine Meinung echt sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist es sehr, sehr nützlich, kann man nichts dagegen sagen. Auf der anderen Seite ist es halt nicht mehr Pokémon, meiner Meinung nach, nicht mehr Pokémon Go, sondern einfach Knopfdruck Go. Und das weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Müsst ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden? Wenn ihr kein Problem damit habt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall holen, weil das echt sehr, sehr praktisch ist. Aber falls ihr lieber alles manuell macht und die Finger davon lassen wollt, kann ich euch auch verstehen. So, das war's. Das war meine Meinung zum GoPlus. Ist echt ein nützliches Teil, aber muss man halt selber schauen, ob man das verwenden will oder nicht. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch eins habt, wie ihr es findet und so. Werdet ihr euch eins kaufen? Theoretisch kann ich es empfehlen. Falls man Bock drauf hat, falls nicht, dann holt es euch nicht. Und ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.